Immer wieder freitags ist Jacques Schuster bei uns im Studio zu Gast. Er ist Weltchefkommentator. Schön, dass du heute auch wieder Hallo. Da bist. Hallo. Ja, wir haben es gerade schon so anklingen gehört. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, was der Protestwählerzuwachs in den letzten Wochen, was den ausgelöst hat, dann unterscheidet sich das ja ganz stark von den Themen, mit denen sich die Bundesregierung momentan befasst. Stichwort Cannabis-Legalisierung oder Selbstbestimmungsgesetz. Und inwieweit, glaubst du, spielt eben genau das in dieses Potenzial rein? Und glaubst du, es ist nur Potenzial oder es könnte sich wirklich 2025 in echte Wahlergebnisse umwandeln? Nochmal zu der Umfrage, da sind ja noch zwei andere Daten ganz interessant. 78% der potenziellen AfD-Wähler machen ihr Kreuz aus Protest. Und 71% sagen davon, dass sie die AfD gar nicht für demokratisch halten. Also es ist da durchaus ganz klar ein Protestkreuz. Und da sind wir dann bei den Themen. Die Mehrheit der Wähler hat den Eindruck, dass wir im Grunde seit 20 Jahren die Flüchtlingsproblematik nicht in den Griff bekommen. Und sie möchte in den Kernthemen, auch in der Wirtschaftskrise, Kernthemen möchte sie Lösungen und Antworten bekommen. Und dafür kriegt sie sie, was die Koalition angeht, in den gesellschaftlichen weichen Themen. Und da ist es oft so, dass sie eigentlich gar nicht der Meinung sind. Also beispielsweise bei der Cannabis-Freigabe ist ja nur eine knappe Mehrheit für eine Freigabe. Bei dem Selbstbestimmungsgesetz, also der Frage, ob Jugendliche, Minderjährige selbst ihr Geschlecht bestimmen können, sind sie höchst kritisch. Das sind alles Themen, die Ärger machen und die sie im Grunde noch in ihrem Protest anfeuern. Da liegt also offensichtlich einiges im Argen. Wir haben noch mal ein Vollbild vorbereitet, das wir auch noch mal zeigen können. Da sieht man noch mal die Präferenzen der Bürger, die eben da auch vom Civey-Institut abgefragt worden sind. Wenn also jetzt die Migration eben das Thema für einen Großteil der Bürger ist, wir sehen es jetzt hier gleich, es sind um die 60%. Warum korrigiert man diesen Kurs von Seiten der Bundesregierung nicht, dass man da endlich eben was unternimmt und von diesen Nischenthemen, die ja groß gehypt werden, aber gar nicht wichtig sind für die Bürger, wieso lässt man die dann nicht eher hinten runterfallen? Na, das Schlüsselwort ist Ideologie, weil vor allem die Grünen im Grunde nicht bereit sind, eine restriktive Flüchtlingspolitik zu betreiben. Es war ja auf dem letzten EU-Gipfel so, dass im Juni dass im Grunde eine Mehrheit der europäischen Staaten im Grunde sogar Flüchtlinge in Transitländer zurückweisen wollten, also in Länder, aus denen sie gar nicht kamen. Das scheiterte an der Bundesregierung und ist deswegen gar nicht erst aufgenommen worden in die Resolution am Ende. Also es ist eine grüne Ideologie, die das blockiert weitgehend. Jetzt blicken wir mal noch auf die anderen Parteien, denn wir haben schon oft auch mit dir darüber gesprochen, sie ringen um den richtigen Umgang eben mit der AfD oder auch mit diesem Protest. Und dabei wird immer sehr stark auf die CDU, also auf die Union geblickt, CDU, CSU. Aber man muss ja auch sagen, hat die SPD nicht auch einen großen Anteil, weil sie sich von ihrem Klientel so stark entfernt hat und akademisiert hat, dass letzten Endes da auch gar nicht mehr die Ansprache, der Zugang funktioniert? Oder wo siehst du den größten Verlust bei den etablierten Parteien zur AfD? Naja, ich glaube, die Kernwählerschaft der AfD, wenn man sie als solche überhaupt bezeichnen will, kommt schon aus dem konservativen Lager. Aber es ist natürlich ganz richtig, was du sagst. Ich habe mal auf den Landtag in NRW geschaut. Da kommen die meisten SPD-Politiker oder Parlamentarier im Grunde aus dem öffentlichen Dienst. Und der klassische Gewerkschaftsfunktionär, der früher auch noch ein Mandat im Parlament hatte, der kommt in der Regel nicht vor. Und da kann man sich schon fragen, ist der, sagen wir mal, eher konservative Facharbeiter eigentlich bei der SPD noch wirklich, fühlt er sich noch zu Hause? Ob er gut aufgehoben ist, ist seine Sache, aber fühlt er sich da noch zu Hause? Da kann man doch ein großes Fragezeichen machen. Und das ist die Schwierigkeit dieser SPD, die im Grunde in der Hinsicht verliert, ihren Charakter, Volkspartei zu sein.
Ich würde noch mal ganz gerne auf die Protestwähler zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, 71% von denen wäre bewusst, dass die AfD gar keine demokratische Partei ist. Als solche würden sie gar nicht ansehen. Mit Blick auf die Wahlen 2025, besteht da noch eine Resthoffnung, dass diese Menschen dann aber zumindest dann davor an der Wahlurne zurückschrecken, ihr Kreuzchen da zu machen, weil eine nicht demokratische Partei zu wählen, das ist ja schon harter Tobak oder wäre harter Tobak. Das ist harter Tobak. Es gibt eine Chance und die liegt eindeutig in der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat ihre Hausaufgaben zu machen und hat auch ihre Ideologie abzuwerfen, nicht nur in der Migrationsfrage, sondern auch in der Frage der inneren Sicherheit. Auch ein Stück weit in der ganzen Klimafrage. Ich meine, Heizungsgesetz ist uns allen noch in Erinnerung. Das sind so einfach Schlüsselbegriffe, die das zeigen. Und dann muss natürlich die Union ein Stück weit auch, glaube ich, konservativer werden. Das heißt, das, was jetzt Merz mit dem Auswechseln des Generalsekretärs getan hat, jetzt zu Herrn Lindemann, ist schon ein richtiger Schritt. Sagt Chuck Schuster. Jack, danke, dass du bei uns warst. Ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.